Also was auffällt mit dem Köder ist, wenn man runtergeht, entweder hat man also wirklich gleich, wenn man ankurbelt, einen Kontakt. Oder wie in dem Fall, dass man kurbelt eine Weile und man merkt so ein Knubbeln, dass so Fische hinterherkommen und den festhalten. Und dann irgendwann erwischt er einen dann im Mittelwasser, also ziemlich weit über Grund. Und ja, faszinierend ist, dass man sowohl Seelachse als auch Schellfische oder eben auch Dorsche im Mittelwasser fangen kann. Und das auch bis zu ja, stattlichen Größen. Dann wollen wir mal gucken, wenn wir unten sind, ob das funktioniert. Wieder so auf Zukunft. Ja, es läuft ziemlich schnell ab, die Schnur auch. Hätten wir gar nicht gedacht, dass der so schnell runtergeht. Ja, mit Verstärkung da drüben. So. Das war ein Fehlbiss. Und haben wir gesehen, wie weit über Grund ja, der ja. Biss gekommen ist. Waren bestimmt 30 Meter über Grund. Und er wehrt sich auf jeden Fall. Kann ich euch sagen. Die Fische sind sehr agil, die diesen schnell geführten Ködern hinterhergehen. Und ich persönlich finde, das macht gleich doppelt so viel Spaß. Ja, da kommt er. Schönes, schönes Tier. Ja, Dorsch. Ja. Wieder vorne gehakt. Die schlucken natürlich auch nicht so tief, wenn sie auf den schnell geführten Köder gehen. So. Dann wollen wir dem Tier mal die Freiheit geben. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen.